Hallo und herzlich willkommen hier aus dem sonnigen Italien, besser gesagt von der altbekannten Rennstrecke hier aus Monza. Mein Name ist Bernd Schmidt und ich darf Sie herzlich begrüßen zum Saisonauftakt nach dem Saisonauftakt. Denn das Saisonauftaktrennen auf Silverstone wurde annulliert, nachdem eine Penalty-App nicht regelkonform gearbeitet hat. Haben sich die Administratoren dazu entschieden, dass das Auftaktrennen in Silverstone also nicht gewertet wird und dementsprechend ans Ende der Saison hinten dran gehangen wird. Somit haben wir heute quasi den zweiten Saisonauftakt hier in der Multiclass GT Saison Nummer 2. Dann darf ich Ihnen auch noch kurz unsere Sponsoren der Serie vorstellen. Einmal Sport Factory, ein Skiverleih in Österreich, welcher für die finanzielle Unterstützung des Streams, der Übertragung für Sie aufkommt. Und dann natürlich auch noch das Hotel Tannenhof von der Familie Feldbacher. Diese verlosen einen Gewinn unter den Top 5 in beiden Klassen am Ende der Saison. Dort geht es um einen Urlaub für eine Woche für 4 Personen. Das Ganze im Wert von 500 Euro. Erwartet dann einen der Top 5 Piloten aus beiden Klassen. Schauen wir einmal kurz ein bisschen über die Übersicht, was die letzten 2 Wochen der Trainingseinheiten gebracht haben. Da haben wir genau den Mann, den wir auch jetzt im Bild haben, nämlich Jura Petritschenko in seinem Porsche 911 GT3 R 2016. Er war der schnellste Mann über die letzten 2 Wochen, ist auch der schnellste Mann bisher hier im freien Training. Seine Bestzeit in den Trainingseinheiten durch die letzten 2 Wochen war mal eine 1:46.5. Damit war er 13. schneller als der Rest des Feldes. Ansonsten haben wir Andreas Schröder im Lamborghini Huracan. Der Lamborghini geht ja hier sehr, sehr gut auf Monza. Mit seinem Topspeed sollte er hier auch sehr gut favorisiert sein. Den nächsten in der GT3 war dann Ergin Karakusch in seinem Mercedes AMG GT3. Er dann knapp 6 Zehntel langsamer gewesen in den letzten 2 Wochen als Petritschenko in seinem Porsche. Also auch die Mercedes sind hier auf Monza nicht schlecht aufgestellt. Wenn wir das GT3-Feld weiter durchblicken, sehen wir als nächstes dann den Audi R8 LMS Ultra. Knapp 1 Sekunde hinter Petritschenko, pilotiert von dem Blackhawk Racing Piloten Ralf Stingel. Und dann, ja, relativ weit abgeschlagen, die McLaren 650S. Den fehlt es hier auf Monza einfach ein bisschen an Topspeed. Und da erwarte ich jetzt mal nicht, dass die McLaren Piloten heute Abend hier dementsprechend groß auftrumpfen können. In der GT2 Klasse wiederum, dort ist es relativ eng beieinander. Die Corvette hat aber hier den absoluten Vorteil auf jeden Fall gegenüber dem BMWs. Und apropos BMW, da ist mir gerade mal der Z4 ein bisschen von der Liste gerutscht. Markus Walter, unser Z4-Pilot, hatte in den letzten 2 Wochen den gesamt 13. Platz belegt. Mit einer 1:47.6 war damit über die Trainingswochen 1 Sekunde langsamer als Jura Petritschenko in seinem Porsche. Da sind wir also gespannt, was dann nachher das Qualifying bringt. Das dürfte sehr, sehr eng werden. Und vor allen Dingen werden unsere Blicke natürlich auf den Porsche-Piloten hier im Bild auch gerichtet sein, ob er es dann im Qualifying nachher auch umsetzen kann und den Piloten von Blackhawk Racing, Andreas Schröder, in seinem Huracan GT3 dann auch schlagen kann, um sich hier die Pole Position auf Monza holen zu können. Noch mal ein bisschen in das technische Detail eingehend, bevor wir jetzt dann gleich ins Qualifying übergehen. Wir haben ja die GT3 und die GT2 Klasse hier auf der Strecke bzw. im Feld. Dort eigentlich nur die Unterschiede in den Fahrhilfen, die es für die spezifischen Fahrzeuge gibt. So besitzen die GT3-Fahrzeuge ABS und Traktionskontrolle, währenddessen die GT2-Fahrzeuge nur über eine Traktionskontrolle verfügen, dementsprechend also kein ABS für die GT2-Piloten vorhanden. Was natürlich beim Anbremsen auf den Kurven schon mal ein entscheidender Faktor ist, genauso wie in den Höchstgeschwindigkeiten.
Dort führt der Lamborghini hier auf Monza mit einer Topgeschwindigkeit von rund 286 km/h. Das stärkste Fahrzeug in der GT2 ist die Corvette mit 275 km/h. Dementsprechend haben wir dort also einen Geschwindigkeitsunterschied von gut 10 km/h zwischen den Klassen. Anbei sei auch bemerkt, dass der BMW Z4 aus der GT3-Klasse einen Topspeed von um die 278 rund hat. Dementsprechend also der Z4 im Topspeed nur knapp schneller als die GT2-Fahrzeuge. Und das könnte dann für unseren BMW Z4-Piloten Markus Walter jetzt hier im Bild dann ein interessantes Rennen werden. Vor allen Dingen im Kampf gegen das ein oder andere GT2-Fahrzeug, da er dort nicht so den wirklichen Topspeed-Vorteil hier besitzen wird. Dafür geht der BMW aber natürlich wahnsinnig gut durch die Kurven. Kennen wir auch noch aus der letzten Saison. Also vielleicht dort ein kleiner Vorteil, den Markus Walter dann im kurvigen Bereich hier auf Monza heute Abend einbringen kann. Und normalerweise müsste der Server jetzt eigentlich innerhalb der nächsten Momente umschalten in das Qualifying. Schauen wir mal, wann es dann soweit sein wird.
Und dann bekomme ich die Information, dass mein Ton wohl weg war. Dementsprechend danke an die Information und danke an OBS fürs Abschalten meines Mikrofones. Mal wieder, warum auch immer. So, dann bereiten wir gerade nochmal alles ein bisschen auf. Also, Jura Petritschenko mit der Pole Position momentan vor Krote auf der zweiten Position. Ergin Karakusch auf der 3 vor Andreas Schröder auf der 4. Joe Kerman auf der 5 vor Matthias Lusch auf der 6. Ralf Stingel auf der 7. Fabian Wolf auf der 8. Dominik Pieper auf der 9. Und Herbert Putz hat momentan die gesamt 10. Position inne und damit auch dann die Pole Position im GT2-Feld momentan in den Händen von Herbert Putz. Falls die Grüße an alle neu eingeschalteten Zuschauer nicht ankamen aufgrund des Abschaltens von OBS, auch an euch nochmal ein herzliches Willkommen. Danke fürs Einschalten und ich hoffe, wir haben einen schönen Abend. Grüße natürlich auch an dich, Tobias. Danke fürs Einschalten. Freut mich, dass auch ihr Jungs heute Abend wieder mit dabei seid. Währenddessen haben wir die erste Zeit von Walter Hanf. Sie reicht momentan für die 23. Position aus. Walter Hanf in einem BMW M3 unterwegs, dementsprechend also im GT2-Feld des heutigen Abends. Wir schauen jetzt aber zum momentanen Polesetter Jura Petritschenko, der sich just in diesem Moment auf seine nächste schnelle Runde begibt. Und dann sind wir mal gespannt, ob dementsprechend dann auch eine Verbesserung bei ihm rauskommt. Wollen wir einmal eben nach der Delta-App noch schnell gucken, damit wir dann auch die Abstände dementsprechend angezeigt haben. Einmal für Sie noch zur kleinen Randinfo die Geschwindigkeit und auch Ganganzeige. Die Delta-Anzeige macht da dementsprechend heute Abend nicht so mit, wie von mir erwünscht. Stefan Kramer mittlerweile auf der 16. Position in seinem BMW Z4. Markus Walter, unser Standard Z4-Pilot, auch aus der letzten Saison momentan nur auf der 25 vor Felix Rieken, dem dritten Z4-Piloten des heutigen Abends, auf der gesamt 26. Position. Während Jura Petritschenko mit Zeitverbesserung aus dem zweiten Sektor hier um die Ecke geflogen kommt. Wie gesagt, da ist noch mal ein bisschen Luft nach oben. Er war ja in den vergangenen zwei Wochen des Trainings ein Zacken schneller mit einer 1:46,5, die er uns dort mal gezeigt hatte. Da fehlen ihm momentan noch 3 Zehntel auf seine bisher schnellste Rundenzeit. Und er kommt über die Linie mit einer 1:46,704, dementsprechend eine neue schnellste Runde am heutigen Abend. Aber auch das ist noch 2 Zehntel hinter seiner persönlichen Bestzeit. Während Matthias Lusch sich verbessern konnte, der sein Fahrzeug dann gleich wieder abstellt, konnte sich auch Andreas Schröder verbessern. Er jetzt erstmal vor auf die 3. Position in seinem Lamborghini Huracan. Dahinter sehen wir Dominik Pieper im nächsten Huracan unterwegs. Dominik Pieper momentan auf der gesamt 10. Position. Paul Scheim ist momentan auf der 14. Position in seinem AMG GT3. Da werfe ich mal einen kurzen Blick auf das Ergebnis aus der zweiwöchigen Trainingseinheit, die wir vor dem Rennen hatten. Und da war Paul Scheim auch nicht so gut aufgestellt. Er hatte eine 1:48,2 in den vergangenen zwei Wochen als Trainingsbestzeit. Dementsprechend ist er mit seiner momentanen Qualifying-Zeit dort auf selben Niveau erstmal unterwegs. Da er sich momentan nicht verbessern kann, schauen wir mal zu Andreas Schröder, der da aber auch Rückstand hat im zweiten Sektor. Also auch bei ihm wird sich in dieser Runde dann dementsprechend erstmal nichts tun. Und somit schauen wir zu Markus Walter, Vizemeister aus der letzten Saison. Momentan nur die 26. Startposition für ihn in seinem BMW Z4.
Warten natürlich auch viele gespannt darauf, dass endlich der M6 hier in Assetto Corsa dann vielleicht irgendwann mal kommt. Dass wir uns auch dann hier vom Z4 über kurz oder lang verabschieden können. Und Markus Walter, der setzt jetzt hier eine Bombenzeit hin. 9 Zehntel hinter Jura Petritschenko reicht das für die gesamt 6. Position. Und damit ist er schnellster Z4-Pilot hier im Feld. Stefan Kramer auf der 17 und Felix Rieken auf der 27. Das die beiden anderen BMW Z4-Piloten. Werfen wir mal den Blick ein wenig in Richtung GT2. Dort ist es Herbert Putz, der momentan die Pole Position innehat. Auf der 2. Position im GT2-Feld ist es der Teamkollege Thomas Hübner auf der gesamt 18. Position. Dann ist es Georg Teger auf der gesamt 3. Position, also das komplette Metal of Honor Engineering Team. Also hier auf den Top 3 Positionen des Qualifyings in der GT2-Klasse. Die Corvette hier auf Monza auf jeden Fall im Geschwindigkeitsvorteil gegenüber allen anderen GT2-Fahrzeugen, während sich Stefan Gauci just in diesem Moment verbesserte auf die gesamt 10. Position. Geht es da also für den Blackhawk Racing Piloten mit seinem Lamborghini Huracan. Bester McLaren-Pilot am heutigen Abend bis hierhin, Joe Kerman auf der gesamt 8. Position, während sich Michael Nord eben verbessert hat auf die 6. Position. Auch Felix Rieken jetzt mit einer Verbesserung auf die gesamt 25. Position. Erwin Karakusch holt sich die 3. Position zurück. Dominik Pieper schiebt sich gerade auf die gesamt 7. Position nach vorne. Joe Kerman kommt jetzt über die Linie, verbessert sich zeitlich, aber nicht positionstechnisch. Er also momentan der beste McLaren-Pilot. Dann der nächste McLaren-Pilot, Fabian Wolf, auch vom Blackhawk Racing Team, momentan auf der gesamt 12. Position unterwegs. Blick durchs Feld schweifen lassen, finden wir den 3. McLaren des heutigen Abends auf der gesamt 18. Position mit Marc Paulaner. Er der Teamkollege von Fabian Wolf für das Blackhawk Racing Team. Das also die McLaren. Schönen guten Abend, Gianni. Schön, dich zu sehen hier am heutigen Abend. Wir sehen schon, Monza, keine lange Strecke. Viel Verkehr auch hier im Qualifying für die letzten 4 Minuten des heutigen Qualifyings. Dementsprechend kann man auch davon ausgehen, dass wir im Rennen nachher viel, viel Action haben. Gutes Racing. Und hoffen, dass auch in der ersten Kurve am Start alles gut geht, da wir ja diese Saison mit dem stehenden Start hier ins Rennen gehen. Es ist natürlich ein bisschen trickreicher am Start, gerade bei dieser engen Schikane, die wir hier auf Monza als Kurve 1 und 2 direkt haben. Fabian Wolf kommt über die Linie, verbessert sich auf die 10. Position und das war ungefähr genau das, was sich die McLaren-Piloten von Blackhawk Racing am heutigen Abend ausgerechnet haben. Die Top 10 zu erreichen war das größte Ziel. Ralf Stingel momentan auf der 11 mit seinem Audi A8. Dort kann man noch ein bisschen mehr erwarten. Da war in den letzten 2 Wochen der Trainingseinheiten eine bessere Zeit von ihm zu sehen. Schauen wir mal auf die Zwischenzeit im 2. Sektor. Da fehlt aber eine Sekunde. Aber ich glaube, diese Runde wird dann grob als Cut gewertet. Deshalb können wir dann hier gerade mal getrost wegschalten. Schauen wir zum Polesetter Jura Petritschenko. Er kommt jetzt zur Messstelle im 2. Sektor und da bleibt die Zeit bei ihm stehen. 13. hinter seiner bisherigen Bestzeit. Nutzen aber mal die Gelegenheit, bleiben beim Porsche, aber dann wirft der Porsche-Pilot als Ausgangs der Ascari weg. Dementsprechend der Blick zum Teamkollegen, der gerade noch mal auf eine neue schnelle Runde geht. Ich denke, Jura Petritschenko wird jetzt 2 Minuten vor Schluss nicht noch mal rausfahren. Er hat über eine halbe Sekunde Vorsprung auf den Rest des Feldes. Dann höre ich gerade, meine Stimme ist heute Abend ausnahmsweise mal ein bisschen zu laut. Dementsprechend regulieren wir mal dort die Lautstärke kurz ein bisschen runter.
hoffe, es ist dann ein wenig entspannter und ich bin nicht zu laut. Die Motoren muss ich jetzt auch nicht unbedingt zu stark übertönen, denn der Motorensound dieser GT-Fahrzeuge ist einfach ein Träumchen. Währenddessen haben wir Heiko Sanders in seinem Ferrari mit einer Verbesserung die gesamt 22. Position. Und das ist die gesamt 4. Position im GT2-Feld. Ferrari schlägt also auch die BMWs hier im GT2-Feld. Die BMW-Fahrer dementsprechend mit Markus Gerczak, Lennart Marionet, Walter Hampf, Thomas Schmidt und Peter-Jan Höxtra. Dementsprechend relativ chancenlos hier auf Monza. An Heiko Sanders, das sieht erstmal nicht nach einer Verbesserung aus. Dementsprechend schauen wir mal ein bisschen auf die Fahrer ganz vorne. Ergin Karakusch kam gerade über die Linie, kann nochmal eine Runde starten, genauso wieder hinter Grote. Und jetzt kommt Andrea Schröder, kurz vor Ende des Qualifyings, setzt sich auf die gesamte zweite Position, 0,452 Sekunden langsamer als Jura Petritschenko. Und Andrea Schröder, der kann hier nochmal eine weitere fliegende Runde aufnehmen. Beendet dieser aber dann direkt in Kurve 1. Dort wird dann erstmal nichts mehr kommen. Somit schalten wir zu Ergün Karakusch. Dort läuft die Zeit unten aber nicht mit. Dementsprechend dürfte das auch keine gezeitete Runde sein. Schauen wir zum Teamkollegen Matthias Zlusch. Für die letzten 10 Sekunden bleiben wir gerade mal drauf, auch wenn die Zeit unten nicht mitläuft. Er befindet sich ja beim letzten Sektor und dann sind wir gespannt, ob dort nochmal was bei rumkommt. Ergin Karakusch hat seine Runde abgebrochen. Dementsprechend war es wie von mir vermutet, dass er nicht mehr in einer gezeiteten Runde unterwegs ist. Der Slush, der Meister aus der letzten Saison, momentan auf der 5, während sich weiter Hanf in seinem BMW im GT2-Feld nochmal verbessern konnte auf die gesamt 21. Position. Das ist die gesamt 4. Position in der GT2-Klasse. Schauen wir mal die Fahrer durch. Dominik Pieper ist noch unterwegs in seinem Lamborghini Huracan. Er momentan auf der gesamt 7. Position unterwegs. Alle Fahrer mit einem P hinter ihrem Namen natürlich an der Box. Und während hier die letzten Fahrer noch versuchen, die Verbesserung rauszuhauen, werfen wir einen kurzen Blick auf die Reifenstrategie des Rennens. In der GT2-Klasse wird damit gerechnet, dass der Super, nicht der Super Softe, dass der Softe Reifen der beste Rennreifen sein wird. Währenddessen in der GT3-Klasse es der Medium Reifen sein wird. Dass also die Reifen in einzelnen Klassen von einem Reifenwechsel können wir auch ausgehen. Während dort ein paar Fahrer nochmal ein paar Startübungen machen. Reifenwechsel wird also auch hier auf Monza effektiv ein Fall sein. Denn das Nachtanken muss eh nachvollzogen werden hier in der Multiclass GT. Und ich habe mir sagen lassen, dass der Zeitunterschied zwischen Reifenwechsel und keinem Reifenwechsel beim Boxenstopp nicht allzu groß ist. Weshalb man natürlich dann gerne den Reifenwechsel mitnimmt. Sehen hier nochmal abschließend die Positionierung. Also Pole Position für den Porsche-Piloten Jura Petritschenko vor Andreas Schröder in seinem Huracan GT3 und dann Alexander Grote auf der dritten Position vor Ergin Karakusch, Matthias Lusch und Michael Nord. Das also so die Topfahrer am heutigen Abend, währenddessen der Countdown hier gerade noch runterzählt. Schaue ich einmal schnell, ob wir auch wirklich letzter sind mit unserem Übertragungswagen. Genauso ist es. Dementsprechend können wir uns dann auch gleich beruhigt auf das Grid setzen und wir haben jetzt nochmal einen 4-minütigen Countdown, bevor dann das Rennen gleich startet. Schauen wir also durch. Siebte Position Dominik Pieper vor Markus Walter, der seinen Z4 am Ende auf die 8 gebracht hat. Joe Kehrmann dann auf der neuen bester McLaren-Pilot des heutigen Abends vor Fabian Wolf auf der 10. Also das von mir angesprochene, sagen wir mal, Qualifying-Problem der McLarens hier auf Monza.
Auf der zweiten Seite geht es weiter mit dem einzigen Audi des Feldes, Ralf Stingel auf der 11 vor Stefan Gauci auf der 12. Position. Manuel Lange schafft es auf die 13 vor Teamkollegen Paul Scheim auf der 14. Herbert Putz dann mit der Pole Position in der GT2-Klasse auf der gesamt 15. Position vor Roland Weiß. Stefan Kramer dann in einer Startreihe mit Thomas Hübner. Marc Paulaner enttäuschende 19. Position. Er hat es im Qualifying leider nicht zustande bekommen vor Georg Heger. Er sichert sich auf der 20. Position damit auch die gesamte zweite Startposition im GT2-Feld. Und auf der letzten Seite haben wir dann Walter Hampf auf der 21. Dementsprechend die dritte Startposition im GT2-Feld. Vor Heiko Sanders auf der 22. Thomas Schmidt auf der 23. Markus Gertschak auf der 24. Vor Lennart Marionek und Felix Blankenburg. Felix Rieken dann auf der 27. Position, Peter-Jan Höxtra auf der 28. und Günther Jahn dann am Ende auf der gesamt 29. Position auf der 30. Das ist meine Wenigkeit in unserem Übertragungswagen, so gesehen der zweite Audi, aber da wir ja nicht mitfahren, fallen wir dementsprechend auch nicht ins Gewicht. Guten Abend und herzlich willkommen an alle Zuschauer, die jetzt eingeschaltet haben. Wir befinden uns kurz vor Start des Rennens. Da auch nochmal für Sie zur Info, wir haben eine Stunde Rennzeit plus eine Runde. Also wenn die Zeit abgelaufen ist, wird es nochmal eine Runde dann zu fahren geben. Das wird uns aber auch dann vom Spiel dementsprechend angezeigt. Und da lese ich gerade, ja, ACA, glaube ich, ein Bug, die Lichthupen funktionieren ja gar nicht. Da werden wir natürlich nachher bei Paul Scheim nochmal spezifisch hingucken. Er war ja unser Lichthupengewinner auf Silverstone gewesen. Und ich weiß natürlich, dass du, Benny, da am meisten dran interessiert bist. Aber schauen wir mal, wie das hier heute zustande geht. Und natürlich bin ich persönlich erstmal wahnsinnig darauf gespannt, was denn der Start hier auf Monza hergibt. Das zweite Mal, dass in dieser Serie mit dem stehenden Start gestartet wird. Das erste Mal, dass es dann auf so eine spitze Kurve hinzugeht, wie der Variante della Rettifilio, die Schikane hier im Monza. Und jetzt haben wir noch 50 Sekunden, bis dann der Rennstart kommt. Währenddessen ich schon den ersten höre, der da mal seinen Motor ein wenig nach oben dreht, werden wir uns dann gleich auch auf das Grid stellen. So, nun stellen wir uns mal auf das Grid hinauf. Die Ampeln gehen an. Und jetzt natürlich wieder uncool. Dass unser Tower dort nicht funktioniert. Wir sollen Marc Paulaner erwischt auf jeden Fall einen guten Start. Jura Petritschenko ganz vorne auch einen super Start erwischt. Da sehen wir ihn. Jetzt haben wir ihn dann auch im Bild. Bei Jura Petritschenko geht also alles erstmal soweit ganz gut. Wir werden währenddessen im Hintergrund dort die Leitberührung war zwischen Alexander Grote und Matthias Lusch. Schalten wir ganz schnell unser Fahrzeug zurück an die Box. Und schalten dann hier mal ein bisschen mit unserer anderen App durchs Feld. Alle Fahrer also problemlos durch die erste Kurve gekommen, während ich da schon einen Ausreiter ins Kies gehört habe im hinteren Teil des Feldes. Schauen wir mal ein bisschen durch. Jura Petritschenko fährt also vorne ohne Probleme weg vom Teamkollegen Alexander Grote. Dann Matthias Lusch vor Andreas Schröder auf der vierten Position. Schröder hat also ein paar Positionen verloren am Start. Und unser Tower möchte da noch nicht so wirklich reagieren. Michael Nord mit Dreher und das ist jetzt eine sehr gefährliche Position hier in der doppelten Desmokovo und im Hintergrund geht Rafael Gauci fliegen. Rafael Gauci fliegt raus in der ersten Desmokovo. Kein guter Auftakt für den Blackhawk Racing Piloten in seinem Huracan.
Wir schauen nach vorne zu dem anderen Blackhawk Racing Piloten in seinem Huracan. Er momentan auf der vierten Position, also unterwegs. Und ich hoffe sehr, dass jetzt nach der ersten Runde unser Tower angeht. Ansonsten wird es ziemlich schwierig, das Ganze hier ein bisschen von meiner Position verfolgen zu können. Matthias Lusch im Vordergrund mit dem Verbremser in die Kurve Krander hinein. Und das kann Andreas Schröder direkt nutzen und kann sich damit wieder auf die dritte Position verbessern. Verdrängt also Matthias Lusch damit erstmal aus dem Top 3 hinaus. Und die Tower App bleibt leider aus. Nicht so wirklich das, was wir haben wollen. Dementsprechend schaue ich da mal eben, ob sich da irgendwas einstellen lässt, was aber nicht unbedingt danach aussieht. Und das ist jetzt natürlich eher ungut. Somit muss ich mir jetzt gerade mal ein bisschen mehr helfen und die Standard-App raussuchen. Immer wieder schön, wenn irgendwelche Apps den Geist aufgeben. Nein, das wollen wir nicht. Ich weiß auf jeden Fall, dass es die Tage ein Update nochmal gab von Assetto, was vielleicht dazu geführt, dass unser Tower hier am heutigen Abend dementsprechend ein bisschen in die Knie geht. Ja, und die Retime ist auch nur so semi-gut. Dementsprechend wird uns nichts anderes übrig bleiben, als dann auf das große Substanding zu schalten. Schieben wir uns das mal ein bisschen hier rüber und somit haben wir dann zumindest mal ein bisschen eine Übersicht des Ganzen. Aber auch das ist dann nur die GT3-Klasse. Und wir wollen ja das komplette Feld haben, da haben wir es. Das lässt sich dann in der Größe auch nicht so wirklich verstellen. Das ist natürlich auch wieder sehr, sehr gut. Na, komm da rüber. Ach ja. Immer wieder schön, wenn man dann erstmal wieder ein bisschen rumgucken muss. Jetzt haben wir zumindest mal ein Standings dann eingebaut. Also Jura Petritschenko führt das Feld an vor seinem Teamkollegen Alexander Grote. Andreas Schröder dann auf der 3 von Matthias Lusch auf der 4. Position. Markus Walter in seinem Z4 kam von der 8 nach vorne auf die 5. Fabian Wolf mit einem herausragenden Start schafft er es also auf die gesamt 6. Position nach vorne. Ergin Karakusch verliert ein bisschen am Start. Für ihn die 7. Position vor Ralf Stingel auf der 8. Dominik Pieper dann auf der gesamt 9. Position. Manuel Lange rundet die Top 10 dann erst einmal ab. Joe Kermann auf der 11. Herbert Putz führender in der GT2-Wertung auf der gesamt 12. Position. Marc Paulana mit einer starken Verbesserung. Er direkt nach vorne gefahren auf die gesamt 13. Position. Zweiter im GT2-Feld, dann auf der 14. Walter Hanf vor Markus Gertschak auf der 15. Michael Nord, einer der Verlierer am Start. Er nur noch auf der 16. Heiko Sanders auf der 17. Da sehen wir die ganzen GT2-Fahrer, die sich da weit vorne reingefahren haben. Paul Scheim nur auf der 20. Position momentan. Felix Rieken mit guter Verbesserung auf die 22. Und Stefan Gautschi, er natürlich, nachdem er dort in der Lesmo-Kurve abgeschossen wurde, wir sehen ihn gerade aus der Kurve, aus der Box herausfahren, er nur noch auf der 28. Position und für ihn das Rennen natürlich dort so gut wie erstmal gelaufen. Matthias Zlusch auf der 4 im Zweikampf mit Markus Walter, das war ja das Duell der letzten Saison. Zlusch Meister geworden am Ende der ersten Saison, Markus Walter der Vizemeister wurde. Da sind also wieder die zwei richtigen zusammen auf der Strecke. Da konnten wir letzte Saison schon sehr viele packende Zweikämpfe miterleben.
Zeitabstände sind es natürlich schade, die bleiben uns nämlich dort leider erstmal außen vor. Gerade mal gucken, ob wir das irgendwie noch einfangen können. Wir hier aber leider keine Chance. Aber es war ja auch zu schön und viel zu langweilig, wenn denn die Technik immer so einwandfrei funktioniert, wie man es eigentlich kennt. Jura Petritschenko behält auf jeden Fall seine Führung mit gutem Vorsprung auf Alexander Grote, Andreas Schröder in Schlagdistanz zu Grote auf der 3. Matthias Slusch dann im Zweikampf mit Markus Walter. Dort geht es um die Positionen 4 und 5. Ergün Karakulsch dann auf der 6. Fabian Wolf weiterhin auf der 7. Vorreif Stinger auf der 8. Und da war es... Ja, wer war es denn jetzt? Das ist natürlich auch ein bisschen schade für uns. Da fehlt mir ein bisschen die Übersicht, wen es dort getroffen hat. Aber es müsste Stefan Gautschi gewesen sein, der dort in der ersten Kurve mal ein wenig neben der Strecke unterwegs war. Und ich schalte jetzt einfach mal ein bisschen durchs Feld, um zu sehen, ob wir denn irgendwo einen Zweikampf momentan haben. Da haben wir einen guten Dreikampf sogar mit Walter Hanf, Markus Kertschak und Michael Nord. Schauen wir mal, da sind wir jetzt bei Walter Hanf und jetzt haben wir Markus Kertschak im Bild. Unsere TV-Info funktioniert genauso wie unser Tower nicht. Markus Kertschak versucht es also. Jetzt Anfahrt der Ascari, sich an Walter Hanf vorbeizuschieben. Und dann macht Walter Hanf die Tür innen zu. Kertschak muss außen vorbei. Schafft es dort aber erstmal ohne Probleme, sich an Walter Hanf vorbeizukämpfen. Aber wir haben gesehen, die beiden BMWs haben schon einige Kampfspuren an der Seite aufgewiesen. Dort ging es also am Anfang dann schon mal sehr, sehr gut zur Sache. Walter Hanf, der sich jetzt dann verteidigen muss gegen Michael Nord. Michael Nord müsste dort jetzt dann den Vorteil haben in seinem AMG GT3. Während Hanf jetzt aber alles probiert, sich hier wieder an Markus Kertschak vorbeizukämpfen. Oh, da gibt es die Berührung zwischen den beiden BMWs und Hanf probiert es da dann an der Innenkante, schafft es aber nicht vorbeizukommen und muss sich jetzt irgendwie verteidigen gegen Michael Nord, aber da geht es ja nicht um die direkte Position im eigenen Feld. Dort kann er also Michael Nord getrost auch ziehen lassen. Interessanter wird es dann dahinter mit Heiko Sanders im Ferrari, denn dort geht es dann auch direkt um die klassenspezifische Position und Walter Hanf, der zackt dann nochmal rüber auf die Außenbahn, verbremst sich hier ein wenig, muss jetzt oder sollte jetzt eigentlich da ein bisschen lupfen, denn da war schon ein gewisser Zeitvorteil zu sehen. Wir sehen es, die GT2 eben ohne ABS unterwegs, da raucht es ab und zu mal ein bisschen bei Walter Hanf. Klar, bei den hohen Geschwindigkeiten, von denen man hier immer runterbremst auf Monza, kann das Rad gerne mal stehen bleiben, respektive bleibt auch schnell mal stehen. Wir blicken mal weiter nach vorne Richtung Matthias Slusch und Markus Walter. Der Kampf also um die vierte Position, immer noch aktuell zwischen den beiden Piloten. Hinter Markus Walter, das ist der Teamkollege von Matthias Slusch, Ergin Karakusch. In seinem AMG GT3 versucht dort in Starkdistanz dieser beiden Piloten zu bleiben. Markus Walter versucht jetzt alles, sich im Windschatten ranzuziehen, zeigt sich, greift innen an, spielt auf der Bremse und Markus Walter bezwingt hier erstmal Matthias Slusch. Der Z4 kann es also trotz Topspeeds Nachteils schaffen,
ein Überholmanöver in der Rettifilio zu managen. Jetzt sind wir gespannt, ob Markus Walter sich verteidigen kann, wenn es dann auf die Anfahrt der Variante della Roccia geht. Und da sehen wir aber schon, da kommt der Angriff von Matthias Lusch, der sich da aber dann nochmal hinten anstellt und Markus Walter erstmal vorne gewähren lässt. In der reinen Theorie dürfte sich Walter in seinem Z4 nicht von dem Mercedes absetzen können. Denn der AMG natürlich im Topspeed stärker aufgestellt als der Z4. Ich habe jetzt gerade nochmal geguckt, ob das gegebenenfalls schon ein bekanntes Problem gab bezüglich der Tower-App, die wir sonst hier immer verwenden, konnte aber jetzt auf die Schnelle diesbezüglich erstmal nichts herausfinden. Dementsprechend müssen wir wohl den heutigen Abend leider hier ohne unsere geliebten Info-App verbringen. Dies natürlich sehr schade, da uns ein wenig die Abstände ausgehen. Beziehungsweise uns die Abstände abgehen, sagen wir mal so. Wenn ich es jetzt richtig gesehen habe, müsste rund um Marc Paulaner sich der ein oder andere Zweikampf zusammenfinden. Oder auch nicht. Marc Paulaner dementsprechend also ein bisschen einsam auf der 12. Position vor ihm. Das ist der Führende in der GT2. Nämlich Herbert Putz in seiner Corvette C7. Ich schau mal ein bisschen durch, wo die Abstände eng sein könnten. Das könnte um Ralf Stingel sein. Da wären wir bei der 8. Position. Und genau so ist es. Also Ralf Stingel auf der 8, knapp vor Teamkollegen Fabian Wolf. Und direkt dahinter Dominik Pieper, also auch hier ein Dreikampf um die Positionen 7, 8 und 9. Audi gegen McLaren, gegen Lamborghini. Und im Vordergrund, dort sehen wir Markus Walter, Matthias Lusch und Ergin Karakusch. Somit können wir also dann gleich mal zwei Dreikämpfe in einem Bild einfangen. Das ist natürlich auch nicht schlecht. Gerade wenn die Technik wie am heutigen Abend ein bisschen uns einen Streich verspielen mag. Und dann sehe ich, dass im Vordergrund es immer enger wird zwischen den Teamkollegen Slush und Karakusch. Und Karakusch setzt den Angriff dann hier zur Variante del Rettifilio. Und Matthias Slush wehrt sich da auch nicht großartig und lässt Karakusch gewähren. Und vielleicht kann es jetzt gegen Karakusch dann gelingen, sich wieder an Markus weiter heranzukämpfen. Schauen wir mal, ob ein Gegenangriff von Matthias Lusch jetzt noch kommen wird auf die Variante della Roccia. Aber da schert Matthias Lusch schon früh genug hinten ein. Dementsprechend wird sich dort nichts mehr ändern. Aber wir haben den Dreikampf zwar verloren, aber dafür einen Zweikampf hier gewonnen. Rund um Fabian Wolf und Dominik Pieper. Dort geht es um die Positionen 8 und 9. Und hinter Dominik Pieper, das ist Manuel Lange, der letzte Pilot in den Top 10. Und da sehen wir, Ralf Stingel hat dort ausgangs der Lesmo-Kurven einiges an Zeit verloren, kam da wohl ziemlich weit raus, ausgangs Lesmo 2. Und wenn man dort nicht die richtige Traktion hat, um auf die lange Gerade raus zu beschleunigen, dann verliert man dort schnell mal 3-4 Zehntel. Und Fabian Wolf in seinem McLaren versucht das Ganze dann hier dementsprechend für sich nutzen zu können. Beide Fahrer ja für das Blackhawk Racing Team unterwegs. Aber der McLaren müsste aufgrund seiner Topspeed-Probleme hier nicht unbedingt so gut aufgestellt sein,
Ja, und dann trifft Fabian Wolf die Curva Parabolica hier nicht so perfekt, wie es sein könnte, und verliert dann den Schwung Richtung Ralf Stinge. Und das gibt jetzt Dominik Pieper die Möglichkeit, sich hier an Fabian Wolf vorbeizuschieben. Da sehen wir, der Topspeed-Vorteil des Huracan ist dann hier auf der Geraden doch sehr, sehr eindeutig. Dort schafft es Dominik Pieper also ohne Probleme, sich dann an Fabian Wolf vorbeizudrücken. Pieper dadurch jetzt auf der 8. Position. Geht jetzt dann auf die Jagd des Audis vor, eben pilotiert von Ralf Stingel. Dort können wir uns dann gegebenenfalls gleich auf den nächsten Zweikampf freuen. Vordergrund sehen wir Markus Walter weiterhin ohne Probleme vor Ergin Karakul, sticht dahinter Matthias Lusch, aber dort wird es wahrscheinlich keinen großartigen Zweikampf geben, denn man fährt ja innerhalb desselben Teams. Jura Petritschenko weiterhin in Führung. Da sehen wir, der Abstand zum Teamkollegen Alexander Grote ist mehr als entspannt. Schauen wir mal, wenn wir jetzt Andreas Schröder auf Anhieb finden. Nein, das ist unser Übertragungswagen. Das ist Paul Scheim. Paul Scheim momentan auf der 21. Position. Direkt hinter Joe Kehrmann. Dort also auch ein Kampf in der GT3-Klasse vor den beiden Piloten. Das ist Lennart Marionek in seinem BMW M3 GT2. Da sehen wir die ganze Armada, die dort sich durchstängelt. Da haben wir vor Lennart Marionek noch Roland Weiß, Peter Jan Höckstra, Micha Nord, Heiko Sanders. Also die Positionen 15 bis 21 relativ dicht beisammen. Da ist es Michael Nord, der dort sich im Zweikampf befindet mit Heiko Sanders. Das scheint mir direkt mal hin. Ferrari hier beim Heim Grand Prix will natürlich sein Bestes zeigen. Heiko Sanders versucht natürlich auch ein gutes Bild für die Scuderia hier abzuliefern. Aber Michael Nord zieht sich im Windschatten ran. Höherer Topspeed der GT3-Fahrzeuge. Jetzt das Anbremsen. Nord mit ABS. Sanders ohne ABS. Keine Probleme. Also für Michael Nord sich hier vorbeizuschieben. Und im Hintergrund, da war es Paul Scheim, der es versucht hatte, sich an Joe Kehrmann vorbeizuschieben. Davor die beiden PMW-Piloten von Blackhawk Racing. Peter-Jan Höckstra und Lennart Marionek. Lennart Marionek, der BMW mit den gelben Außenspiegeln. Peter-Jan Höckstra, der BMW davor mit den blauen Außenspiegeln vor den beiden BMWs. Das ist der McLaren von Roland Weiß. Das sieht mir ein bisschen danach aus, als wie hätte da unser Sync-Tool bezüglich des Skins nicht ganz funktioniert. Denn Roland Weiß war auf Silverstone effektiv nicht in einem gelben McLaren unterwegs. Und hier baut sich jetzt ein richtig schöner Vierkampf auf zwischen Peter-Jan Höckstra, Lennart Marionek, Joe Kehrmann und Paul Scheim. Paul Scheim, der sich das Ganze noch ein bisschen aus der Entfernung anguckt. Dann wechseln wir die Kamera gerade auf Joe Kehrmann. Schauen uns das Ganze mal aus seiner Cockpit-Perspektive an, und da sehen wir schon, Lennart Marionek kommt da sehr, sehr weit raus. Ausgangs der Ascari. Jetzt der Topspeed-Vorteil von Kehrmann in seinem GT3-Fahrzeug. Und er hat jetzt natürlich auch das ABS, was Marionek fehlt. Aber Marionek macht das mit Mut wieder wett, dieses fehlende ABS, und versucht da alles, um dranbleiben zu können am McLaren. Springen wir schnell mal in das Cockpit von Lennart Marionek. Da sehen wir noch den guten alten Gangknüppel. Dort ist also noch nichts mit WIP-Schaltung am Lenkrad. Oh, da bremst er spät für die Retifi und setzt sich außen daneben. Neben Joe Kehrmann. Ein Wahnsinnsmanöver von Lennart Marionek, der es außen herum schafft, sich in der Kurve der Retifi an Joe Kehrmann vorbeizusetzen. Somit Marionek also wieder vorbei an Joe Kehrmann, und jetzt ist es Paul Scheim, der es dann versuchen wird, sich an Joe Kehrmann vorbei zu bewegen. Da setzt er auch schon mit seinem Mercedes zum Angriff an, aber die Rettifilio nicht gerade eine Kurve zum Überholen.
Wir sehen im Vordergrund, ja, Lennart Marinek, der kann da in seinem BMW M3 GT2 nicht so einfach wegfahren von den GT3-Fahrzeugen. Und im Hintergrund sehen wir schon langsam aber sicher den Z4 von Felix Rieken immer näher und näher ranfliegen. Währenddessen uns ein Fahrzeug in den Top 3 flöten gegangen ist. Das war Andreas Schröder, der uns auf der dritten Position fehlt. Und das sieht danach aus, als wäre Andreas Schröder komplett runter vom Server. Also Andreas Schröder wieder mit viel Pech hier auf Monza. Das Ganze schon auf Silverstone gewesen, jetzt also auch auf Monza. Andreas Schröder mit Problemen. Er war auf der gesamten dritten Position und jetzt kommt der nächste Angriff von Joe Kerman gegen Lennart Marinek. Kerman setzt sich also wieder an Marinek vorbei. Versucht er es zumindest, hat es da noch nicht ganz geschafft oder vielleicht den taktischen Move gezogen. Denn natürlich die Gerade, die Start- und Zielgerade bietet hier den richtigen Platz für Windschlachtenduelle, Windschattenduelle, so rum. Und jetzt ist es Joe Kerman, der auf der Innenseite rauszieht, der kann später bremsen durch sein vorhandenes ABS, aber Lennart Marinek, der bremst dann brutal spät und dann gibt es die Berührung zwischen Kerman und Marinek, auch Paul Scheiben fährt dann auf, Felix Rieken mit Kontakt an den Fahrzeugen und jetzt ist es Rieken gegen Scheiben, dort ist es der Kampf zwischen P19 und P20 und Felix Rieken kann sich dort in seinem BMW Z4 erst einmal gegen den Mercedes behaupten, aber natürlich Paul Scheiben, der da nichts kennt und im Vordergrund sind es die Teamkollegen, die sich berühren. Lennart Marinek fährt Pichajöks rein in die Karre und dann gibt es die Berührung zwischen Scheiben und Rieken. Rieken verliert dadurch wieder viele Plätze, kommt der Haarschaft zurück, kein gutes Zurückkommen auf die Strecke von Felix Rieken, trifft er beinahe Stefan Gauci. So, und jetzt habe ich natürlich das Problem, ich kann ihn nicht so schnell durch die Fahrzeuge schalten. Also, Lennart Marinek berührte sich mit seinem Teamkollegen PJ Höxtra. Beide bleiben aber auf ihren Positionen. Dann gab es die Berührung zwischen Joe Kerman und Felix Rieken. Felix Rieken verliert die Position dann an Kerman, Hübner, Scheim. Kann sich dann auf der 22 wieder einordnen. Paul Scheim bleibt so gesehen dann erstmal auf der 21 und Joe Kerman, der hat den nächsten GT2-Piloten vor sich, nämlich Thomas Hübner vom Metal of Honor Engineering Team in seiner Corvette und die Corvette hat einen guten Topspeed, aber Joe Kerman, der kann das hier in der Kurva Parabolica ausnutzen, setzt sich innen vorbei und geht erst einmal an der Corvette von Thomas Hübner vorbei. Jetzt bin ich gespannt, ob sich Joe Kerman gegen Hübner durchsetzen kann. Wir schauen einmal in das Cockpit von Thomas Hübner. Ich hatte es ja schon angesprochen, der Topspeed der Corvette ist hier atemberaubend auf Monster. Da versucht er, da zieht er nach außen. Kerman macht die Tür zu und jetzt bin ich gespannt, kann Hübner dasselbe Manöver ziehen wie Lennart Marinek? Nein. Thomas Hübner steckt also dann vor der Kurve der Rettifilio zurück. Und sortiert sich dann auf der gesamten 20. Position erstmal wieder ein. Wir wollen mal weiter nach vorne schauen ins Feld. Markus Walter dauert also erstmal ohne Probleme vorne unterwegs. Matthias Lusch auf der 4. Ergin Karakusch hat dort die ein oder andere Position auch verloren. Karakusch momentan nur noch auf der gesamten 6. Position. Dort ist Dominik Pieper also jetzt durchgeschlüpft. Wir sehen es, Stefan Kramer war einmal schon an der Box. Stefan Gauci bereits zweimal an der Box. Schönen guten Abend auch an alle Zuschauer, die jetzt erst eingeschaltet haben. Für Sie zur Information unser allseits beliebtes Tower-Plugin, was wir sonst immer für die Gesamtübersicht haben, hat heute Abend leider Gottes irgendwie die Grätsche gemacht nach dem Wechsel zum Rennen. Deshalb müssen wir uns hier ein bisschen mit der etwas unschönen Variante begnügen. Leider natürlich auch hier keine wirklichen Abstände einstellbar. Das bitte ich Sie herzlichst zu entschuldigen. Entschuldigen und hoffe, dass wir das bis zum nächsten Rennen wieder dann ausgebügelt haben. Schau mal, Herbert Putz momentan auf der gesamt 8. Position. Er damit auch Führender in der GT2. Wenn ich dann mal so ein bisschen die GT2 durchgucke, haben wir mit Markus Gertschak den nächsten GT2-Piloten dann auf der 11. Position.
Und Walter Hampf auf der gesamt 12. Position schließt das Podium in der GT2-Klasse derzeit ab. Die anderen GT2-Piloten haben wir dann mit Lennart Marionek und Peter-Jan Höxtra auf 17 und 18. Dann ist es Thomas Hübner auf der 20. Und Günther Jahn schließt das GT2-Feld dann ab auf der gesamt 22. Position, während Felix Rieken jetzt zu seinem Pflichtboxenstopp hereinkommt. 33 Minuten vor Schluss, also relativ zur Halbzeit des Rennens. Jura Petritschenko mit einer sehr, sehr komfortablen Führung vorm Teamkollegen Alexander Groth, also der Porsche funktioniert hier auf Monza auch ohne Probleme. Und Jura Petritschenko spult dort ganz in Ruhe erstmal seine Runden ab, hat ja Rückendeckung von Alexander Groth. Und dann ist es Markus Walter auf der 3, auch dort ein sicherer Abstand, während dort Felix Rieken aus der Box kam. Das war ein bisschen unkonventionell. Erstmal die Pit-Ausfahrtlinie überschreiten und nicht respektieren. Dann hier einmal schön durch die erste Kurve abkürzen, da man da den Bremspunkt verpasst. Kann man machen, muss man aber nicht. Und da sind jetzt erstmal die beiden Teamkollegen beieinander. Stefan Kramer also vor Felix Rieken, Position 25 und 26. Und wir schauen mal ein bisschen weiter nach hinten, da sich ja auch viele Paul-Scheiben-Fans hier im Stream befinden. Und dann sehen wir mal, da ist Action angesagt. Da ist richtig Action angesagt. Stefan Gauci rundet sich da zurück gegen Thomas Hübner. So, Paul-Scheiben haben wir auf der 20, Joe Kerman nur noch auf der 21. Mittlerweile kommen auch Herbert Putz und Ralf Stingel zu ihrem Pflichtboxenstopp herein. 32 Minuten vor Ende. Das ist also alles so ein bisschen Halbzeit getaktet. Dadurch Paul Scheim jetzt erstmal nach vorne auf die gesamt 17. Position. Während Stefan Gauci, gesamt 27. da irgendwie versucht, sich irgendwie in das Rennen zurückzubringen. Aber das ist natürlich für ihn ja sehr unwahrscheinlich. Schon 2 Runden knapp Rückstand auf den Führenden. Sehr, sehr schade, dass es ihn dort in der ersten Runde erwischt hat. Wir haben mittlerweile auch Thomas Hübner und Felix Blankenburg hier an der Box. Oh, Stefan Gauci, der kennt da mal nichts. Zeigt sich da mal gegen Peter-Jan Höxtra. Beide ja für das Blackhawk Racing Team unterwegs. Stefan Gauci in der GT3-Klasse mit seinem Huracan und Peter-Jan Höxtra in seinem BMW M3. GT2 kategorisiert. Jetzt schauen wir mal ein bisschen weiter nach vorne wieder ins Feld, ob wir da ein bisschen Action haben. Die Teamkollegen Fabian Wolf und Marc Polana in ihrem McLaren auf Position 8 und 9. Das sieht aber auch alles soweit sehr, sehr unbeschwert aus. Schauen wir mal, wo sich Dominik Pieper befindet. Dominik Pieper, der ist an der Box. Sehr gut. Da hätten wir auch mal ein bisschen früher hinschauen können. Alles klar, hat sich das auch schon mal erledigt. Dann schauen wir zu Markus Gerczak, dem GT2-Piloten, der da gerade durchs Bild gefahren ist, am unteren Bildrand. Es ist ein bisschen schwer, immer die Kürze dort unten, Sie sehen es in der Leaderboard-Kontrolle, so schnell herauszufinden. Also Markus Gerczak, der Pilot von No Limit Motorsport, in seinem BMW M3 mit seiner eigenen Lackierung. Er hat dort also vom Team die Freigabe zu bekommen, die Freigabe von seinem Team bekommen, sein Fahrzeug hier selber zu lackieren. Dementsprechend also nicht der altbewährte No Limit Skin hier an dem BMW zu sehen, sondern der komplett eigen kreierte Skin von Markus Gerczak. Auch eine coole Sache, wenn ein Team sowas mal freigibt und einem Fahrer dort auch mal in einer Liga die Hand lässt, um im eigenen Skin fahren zu können. Wir wollen natürlich aber uns ein paar Zweikämpfe auf der Strecke genehmigen. Und dort war bis jetzt Paul Scheim immer ein sehr guter Ansprechpartner. Und das sieht auch weiterhin so aus, denn rund um Paul Scheim ist auf jeden Fall Action angesagt. Und zwar haben wir mal wieder Joe Kerman im Zweikampf mit einem GT3-Fahrzeug. Geht mir der gute Herr Kehrmann hier gerade ein bisschen ab.
Dann nehmen wir mal Peter-Jan Höxtra. Oh, und da funktioniert da zumindest die Infoanzeige unseres Towers wieder. Ah, das könnte ja Hoffnung machen, dass unser Tower vielleicht auch irgendwann mal wiederkommt. Tower? Hallo? Ja, er ist hier. Sie sehen es. Dort ist unser Tower, aber er bleibt halt leer. Sehr, sehr schade. Vielleicht haben wir noch das Glück für die letzten 28 Minuten, dass sich unser Tower irgendwann mal wieder hier ins Renngeschehen zurückmeldet, während Peter-Jan Höxtra jetzt an die Box kommt, genauso auch Paul Scheim jetzt an der Box. Schaut mir mal zu, Manuel Lange, einem der Crip Racing Piloten, er aber hier momentan nicht dort unterwegs, wo er normal unterwegs wäre, denn er ist momentan auf der 3, aber wir hatten Alexander Grote bereits an der Box, Markus Walter, Matthias Zlusch auch schon an der Box gewesen, also es müsste Boxenstopp bereinigt dann so rund die 6. Position sein für Manuel Lange, der GT2-Champion aus der letzten Saison, der sich hier im GT3 noch ein bisschen schwer tut, das haben wir auch schon auf Silverstone so sehen können. Marc Paulaner momentan bester McLaren auf der gesamt 4. Position, bester GT2, damit also Führung in der GT2-Klasse. Markus Gertschak in seinem BMW M3, nachdem die anderen GT2-Piloten mittlerweile auch schon so gut wie alle die Box aufgesucht haben. Und Manuel Lange kommt jetzt zu seinem Boxenstopp herein, somit kein Zweikampf mit Thomas Schmidt. Er auf der gesamt 25. Position momentan unterwegs in seinem BMW M3. Aber auch er schon mit seinem Pflichtboxenstopp. Ohne Boxenstopp haben wir noch, während gerade Günther Jahn den Server verlassen hat. Also auch Günther Jahn haben wir dementsprechend verloren. Sehr schade, wenn man die Fahrer frühzeitig verliert. Wir gucken aber zurück, welche Fahrer uns noch an der Box sehen. Da haben wir einmal Jura Petritschenko, Ergin Karakusch, dann natürlich den gerade angesprochen führenden in der GT2-Klasse Markus Gertschak. Heiko Sanders fehlt uns auch noch genauso wie Joe Kehrmann, aber Joe Kehrmann, der kam gerade in die Box herein. Wir schauen mal, wir haben nämlich ein Markus-Duell auf der Strecke. Markus Gertschak gegen Markus Walter, BMW M3 gegen BMW Z4, das passt ja auch wie die Faust aufs Auge. Nicht nur, dass die Vornamen gleich sind, nein, auch die Fahrzeugfirma ist dieselbe. Nur, dass das Fabrikat ein wenig ein anderes ist und dass wir auch zwei unterschiedliche Klassen hier zu sehen bekommen. Aber schön zu sehen, dass sich auch die BMWs in den unterschiedlichen Klassen hier begegnen. Und da sehen wir die Lichthupe. Benjamin, ich hoffe, du hast gerade zugeschaut. Du hast deine Lichthupe des heutigen Abends bekommen, Markus Walter, unser Mann also, mit dem flotten Finger am Drücker des Lichts. In seinem Z4 natürlich blinkt er da auf und möchte da Markus Gertschak vermitteln, Junge, du fährst in der anderen Klasse, mach mehr Platz, da vorne ist der Alexander Grote. Und an dem möchte Markus Walter natürlich heranfahren und zum anderen kommt dann natürlich auch ein Matthias Zlusch im Hintergrund mit seinem AMG GT3 angeflogen. Ja, und da ist eben das Problem, was ich ganz am Anfang angesprochen hatte. Der Z4 hat nicht so die Power auf der Geraden und tut sich dadurch natürlich auch ein bisschen schwerer, ein GT2-Fahrzeug zu überholen. Markus Walter hat es aber just in diesem Moment geschafft, ist also am Markus Gertschak vorbeigezogen. Ergin Karakusch jetzt zu seinem Pitstop drin. Dementsprechend wird er natürlich nach hinten gereicht. Auch Heiko Sanders jetzt reingekommen. Jura Petritschenko war in der Zwischenzeit auch schon herin für seinen Pflichtboxenstopp. Somit ist es dann nur noch Markus Gertschak, der uns in der Box fehlt. 24 Minuten vor Ende des Rennens. Also Gertschak dementsprechend der Einzige mit einer anderen Strategie. Wir schauen mal eben, wo sich Herbert Putz befindet. Der fährt jetzt gerade Richtung Variante der Retifilio. Und dann sind wir mal gespannt, wie sich das Ganze dann gegen Ende ausgeht, wenn denn dann Markus Gertschak zu seinem Pflichtboxenstopp hereinkommt. Ob er dort vielleicht die Führung in der GT2-Klasse behalten kann gegenüber Herbert Putz oder ob es dem Corvette-Piloten wieder gelingt, an Markus Gertschak vorbeizugehen. Auch
nett zu sehen, wenn man gerade mal die Verteilung der Fahrzeugmarken anguckt. Also Doppelführung für Porsche vor einer doppelten BMW-Reihe, wobei wir da natürlich extrahieren müssen. Einmal BMW Z4 vor BMW M3, das ist GT3 und GT2 Klasse. Dann haben wir das nächste Pärchen mit den beiden Mercedes, pilotiert von Matthias Trusch und Ergin Karakusch. Dominik Pieper reißt da dann ein bisschen das Loch hinein als einzelner Lamborghini vor Manuel Lange im nächsten Mercedes. Dann haben wir mit Herbert Putz die erste Corvette und dann haben wir ein Triple McLaren-Feld mit Marc Polana, Fabian Wolf und Roland Weiß. Vor dem einzigsten, der Scuderia Ferrari, Heiko Sanders in seinem GT2 Ferrari hier unterwegs, der F458. Markus Gertschak, er kommt jetzt zur Boxe rein, dementsprechend bleiben wir natürlich gerade mal bei Herbert Putz auf dem Fahrzeug, um zu schauen, ob es sich für Gertschak ausgeht oder ob Putz die Führung in der GT2 wieder übernehmen kann. Und es sieht mir schwer danach aus, da kommt Herbert Putz und Markus Gertschak, der steht dort noch an der Box, wenn ich das richtig gesehen habe. Und auch schon der Umschalten funktioniert leider nicht so, wie ich das wollte, aber Markus Gertschak steht auf jeden Fall noch an der Box. Jetzt haben wir ihn, er bewegt sich jetzt aus der Box heraus. Marc Polana, Fabian Wolf vorbeigegangen, da kommt Roland Weiß in seinem McLaren angeschossen und dann da hinten, da kommt Heiko Sanders, Sie können ihn gerade da erkennen, wie er noch am Rande des Horizonts da angeflogen kommt in seinem gelb-blauen Ferrari F458. Somit sieht es in der GT2 also wie folgt aus. Herbert Putz liegt in Führung vor Markus Gertschak auf der 2 und Heiko Sanders dann rundet das Podium in der GT2 Klasse ab. Gesamt vierte Position in der GT2, Lennart Marinek vor Walter Hanf dann auf der 5, Thomas Hübner auf der 6, Peter-Jan Höxtra auf der 7, Thomas Schmidt rundet dann die GT2 auf der gesamt achten Position ab. Wir haben es ja vorhin schon gelesen, dass Günther Jahn unter anderem den Server bereits verlassen hat, er also einer der GT2 Piloten, die am heutigen Abend leider nicht mehr mit dabei sind. Schau mal zu Jura Petritschenko, das sieht immer noch sehr, sehr komfortabel aus an der Spitze, also dort sollte es keine Probleme geben. Alexander Grote, der Teamkollege, da dann doch schon ziemlich weit abgeschlagen. Markus Walter dahinter auf der 3. Kann die Lücke zu Grote da nicht wirklich zufahren. Genauso Matthias Zlusch, der dann hinter Markus Walter ist. Auch dort eine dementsprechend beruhigende Lücke. Ergin Karakusch, der nächste im Bunde. Aber auch dort ist die Lücke groß. Aber nicht so groß ist die Lücke zwischen Karakusch und Dominik Pieper, wie wir jetzt hier im Bild zu sehen bekommen. Also ein sich anbahnender Zweikampf zwischen Positionen 5 und 6. Und da wird Dominik Pieper natürlich alles versuchen, diese Mercedes-Pärchenbildung vor ihm vielleicht noch zu sprengen. Na, schauen wir ein bisschen weiter nach hinten ins Feld. Ja, da haben wir nämlich einen Zweikampf. Felix Rieken gegen Thomas Hübner, GT2 gegen GT3. Und ich habe das ja ganz am Anfang angesprochen. Der Topspeed des Z4 ist relativ ähnlich des Topspeeds der Corvette, also der gute Herr Rieken hier nicht im Vorteil Topspeed-mäßig, und das sehen wir auch schon. Felix Rieken kann da nicht gut aus der ersten Schikane raus und das nutzt Thomas Hübner gleich wieder mit seinem Geschwindigkeitsvorteil, vielleicht im gewissen Sinne an dieser Stelle. Und dann ist es Peter-Jan Höxtra, also mal wieder BMW Z4 gegen BMW M3. Aber in dieser Situation wirkt es fast so, als wäre der BMW M3 der schnellere der beiden BMWs. Und dahinter, das ist dann Paul Scheim auf der 22 in seinem Mercedes AMG GT3, der dort erstmal wieder ein GT2 Fahrzeug vor der Nase hat. Auch nicht das erste Mal für Paul Scheim am heutigen Abend.
Ansonsten, wir haben es beim groben Durchschalten gesehen, das Feld dann doch schon relativ gut auseinandergezogen. Was natürlich hier auf Monster gerne und schnell mal vorkommen kann. Jetzt probiert es Paul Scheim, zackt also aus gegen PJ Hoekstra und Paul Scheim schafft es, sich an PJ Hoekstra vorbeizuschieben. Somit Paul Scheim also zurück auf der 21. Position und der nächste Gegner für ihn ist jetzt Felix Rieken und das ist dann auch eine Position im GT3-Feld und da wird Paul Scheim alles dran legen, um den Z4 vor sich zu jagen und nicht nur zu jagen, sondern auch dementsprechend dann zu bezwingen. 18 Minuten hat er dafür noch Zeit plus eine Runde. Bei einer Rundenzeit von rund 1,50 reden wir dort, also von guten 12 bzw. 13 Runden, je nachdem, was Jura Petritschenko für eine Pace geht. Nach einer kurzen Wassererfrischung für mich selber bin ich jetzt auch stimmlich dann für Sie wieder zurück. Währenddessen hat sich erstmal zwischen Felix Rieken und Paul Scheim nicht viel geändert. Der Abstand zwischen den beiden Piloten erstmal gleich geblieben. Thomas Hübner im Vordergrund, da sehen wir ihn gerade noch hineinbiegen in die Variante della Roccia. Er konnte sich also mit seiner Corvette dann erstmal von Felix Rieken lösen. Und wir schauen jetzt mal zu Dominik Pieper und Ergin Karakusch. Dort haben wir nämlich den von mir vorhin angekündigten Zweikampf und Pieper schafft es zumindest kurzfristig mal, sich an Karakusch vorbei zu drücken und das Duo zu spalten. Dann geht es zu zweit nebeneinander durch die Variante della Rettifilio. Und der bessere Ausgang für Ergin Karakusch dann erstmal. Aber der Topspeed des Huracan ist hier auf gar keinen Fall zu unterschätzen. Das sehen wir hier. Der Huracan pilotiert von Dominik Pieper, setzt sich also mit dem besseren Topspeed dann nochmal gegen den AMG GT3 von Ergin Karakusch durch. Jetzt, oh, was ein Manöver. Pieper ganz, ganz spät auf der Bremse, versucht dort alles Mögliche, sich gegen Karakusch durchzusetzen. Jetzt nebeneinander Antwort auf die beiden Nesmo-Kurven. Karakusch mit der Inbahn. Pieper holt weit aus, wenn natürlich jetzt viel Schwung mitnehmen zur Antwort der zweiten Nesmo-Kurve. Karakusch kommt weit raus, erste Nesmo-Kurve. Pieper weiterhin dicht hinten dran, versucht alles die Lücke kurz zu halten. Jetzt den Weg runter zur Variante der Ascari. Aber wir sehen, Pieper hat da ein bisschen Zeit verloren in den Lesmo-Kurven. Sollte aber aufgrund des höheren Topspeeds seines Huracan hier eigentlich in der Lage sein, die Lücke zu Karakusch wieder schließen zu können. Boah, da kommt der ein harter Triff vom Pieper hier, Ausgangs der Variante Ascari, kann seinen Huracan dabei gerade nochmal abfangen. Das kostet ihn aber natürlich wieder wichtige Meter Richtung des Mercedes von Ergin Karakusch. Dahinter, da ist es Manuel Lange, der sich in seinem AMG dort relativ in Schlagdistanz hält. Karakusch kommt weit raus.
hier in der Curva Parabolica. Ah, und da sehen wir dieser Driftausgangs der Ascari. Der hat dann Pieper erstmal diese Meter gekostet, die es gebraucht hätte, um einen neuen Angriff zu starten. Oh, und Pieper wieder ganz, ganz spät auf der Bremse. Und das sind so Punkte, die spielen Karakusch natürlich dann in die Karten. Denn Pieper verliert dort wahnsinnig viel Zeit, da er viel zu langsam durch die Variante del Rettifilio kommt. Und da kann sich dann Karakusch erstmal sehr, sehr gut wieder vom Hurakan lösen und sich aus den Fängen des Italieners befreien. Also das Fahrzeug Italieners so gesehen. Währenddessen der einzigste Ferrari im Feld, Heiko Sanders, der die Fahne hochhält für die Scuderia. Er momentan auf der gesamt 13. Position, und da sehen wir im Hintergrund ist dann noch ein relativ größeres Paket mit drei Stingeln. Weiter am Michael Nord. Da schauen wir mal, dass wir Michael Nord ins Bild bekommen, denn da ist knapp dahinter Joe Kehrmann in seinem McLaren. Vor Michael Nord, das ist weiter in seinem BMW M3 GT2. Er hat nicht die dritte Position im GT2-Feld, da schaue ich mal eben, genau, das ist Heiko Sanders in seinem Ferrari F458, der das Podium in der GT2 momentan hier abrundet. Das könnte natürlich für Riesenjubel hier auf Monza sorgen, wenn es denn der Ferrari schafft, sich aufs Podium in der GT2-Klasse am Ende zu setzen. Da würden die Scuderia-Fans natürlich wieder jubeln und ihre Ferrari-Fahne dann hochhalten unter dem Podium. Und es wäre den italienischen Tifosis natürlich zu gönnen, wenn sie hier den einzigsten Ferrari im Feld bejubeln könnten. Und während hier erstmal noch ein Schnuppern starten, war Joe Kehrmann da aber mal ein bisschen krass. Ausgangs der Ascari-Kurve kürzt da ein bisschen ab, verkürzt damit natürlich den Weg auf Michael Nord. Da ist Joe Kehrmann unten in der Liste. Aber wir sehen es. Der McLaren hat einfach Einbußen hier auf Monza, was den Topspeed angeht. Er verliert dort einige Meter wieder auf dem Mercedes auf der Geraden. Während Michael Nord dort langsam aber sicher alles versucht, sich am BMW von Weiterhamf vorbeizukämpfen. Einmal der Blick Richtung Dominik Pieper und er gegen Karakusch dort, aber der Abstand weiterhin noch ein wenig groß. Somit können wir also getrost im hinteren Teil des Feldes bleiben und den Zweikampf hier zwischen Hanf und Nord mitnehmen. Joe Kehrmann muss in seinem McLaren da schon wieder ein bisschen abreißen lassen. Vor Walter Hanf, das ist Ralf Stüngel in seinem Audi A8 LMS Ultra. Er auf der gesamt 14. Position unterwegs. Ja, Michael Nord müsste es dann eigentlich gleich schaffen, wenn es auf die Curva Parabolica zugeht, und sich an Walter Hanf vorbeizuschieben, denn der Topspeed ist ja bei weitem höher. Und ja, wir sehen das wieder von Joe Kehrmann. Der geht da bei dem Ausgang der Ascari wirklich sehr, sehr hart über die Curbs an der Innenflanke. Bin ich mal gespannt, ob das alles auch so im Regelding ist. Normalerweise kriegen die Fahrer ja eine Strafe vom Spiel aus bezüglich Cuttens. Wir müssten einen nächsten Zweikampf langsam mal sicher bekommen. Das sehe ich schon im hinteren Teil des Feldes am Rande der Kamera, nämlich Lennart Marionek gegen Thomas Hübner. Das ist dann ein Kampf innerhalb der GT2. Und jetzt schafft es aber Michael Nord, sich an Walter Hanf vorbeizusetzen. Hanf lässt dann nochmal gut das Rad stehen, Eingangsvariante der Rettifilio. Und jetzt muss sich Walter Hanf dann verteidigen gegen Joe Kehrmann.
Michael Nord wird gleich alles probieren, die Lücke zu Ralf Stinge zu schließen und sich noch die gesamt 14. Position zu holen. Während Joe Kehrmann erstmal wieder gegen ein GT2 versucht, weiter Hanf, aber da groß ohne Gegenwehr unterwegs und somit also ein leichtes für Joe Kehrmann erstmal die 16. Position einzunehmen. Im hinteren Teil, ich habe es angesprochen, Thomas Hübner schließt also die Lücke zu Lennart Marionek. Da geht es um die Position 5 und 6 in der GT2-Klasse. Und Thomas Hübner hat den Geschwindigkeitsvorteil mit seiner Corvette. Jetzt probiert er es außenrum, Anfahrt der Ascari. Und Lennart Marionek, ja, der steckt da dann zurück. Die Reifen sind bei Marionek wahrscheinlich auch schon ein bisschen durch. Wir erinnern uns ja an das Super-Überholmanöver von Lennart Marionek außen herum. In der Variante der Rettifilio, also der ersten Schikane, wo er außen herum den McLaren von Joe Kehrmann überholte. Aber natürlich, wenn man so viel pusht, gerade ohne ABS an den Fahrzeugen, dann macht man sich die Reifen auch relativ schnell kaputt. Und jetzt schauen wir mal, ob Lennart Marionek hier noch den Konter gegen Thomas Hübner setzen kann. Aber Hübner natürlich mit größerem Topspeed in der Corvette unterwegs. Aber Lennart Marionek probiert es, zeigt sich innen, riskiert aber nicht so viel. Bleibt also erstmal hinter Thomas Hübner zurück. Währenddessen hat Ralf Stinge ein paar Positionen verloren. Nämlich Michael Nord und Joe Kehrmann sind beide am Audi-Piloten vorbeigezogen. Scheint also das Gegenende des Rennens der Audi auch ein bisschen einbricht und leidet. Wir müssten, wenn ich das jetzt richtig deute, einen Zweikampf nicht ganz bekommen, nämlich an der Führung, Position 2 und 3, Alexander Grote gegen Markus Walter. Das sah dann in unserer Übersicht etwas enger aus, als es am Ende war. Und Ralf Stinge, ja, der gibt dann da auch die Position ab gegen Walter Hanf. Also die Reifen am Audi wahrscheinlich dementsprechend durchgefahren. Und hinter Ralf Stinge, das ist jetzt Stefan Gauci, der ja leider in der ersten Kurve uns in der ersten Desmo-Kurve schon abhanden gegangen ist. Und Stefan Gauci dementsprechend also aussichtslos auf der 26. Position unterwegs. Ralf Stinge nur noch auf der gesamt 17. Position geführt. Rund um Michael Nord, da könnte es dann nochmal enden werden, entweder mit Joe Kehrmann hinter ihm oder mit dem Ferrari in Front von Heiko Sanders, denn Heiko Sanders natürlich mit seinem Ferrari im GT2-Feld unterwegs. Schauen wir nochmal in Richtung Dominik Pieper. Dort scheint sich aber alles entspannt zu haben. Also Pieper kann die Pace von Karakusch nicht mehr mitgehen. Musste dementsprechend abreißen lassen. Und Karakusch dementsprechend also erstmal sicher auf der 5. Position. Pieper auf der 6. Dahinter Manu Lange auch mit beruhigendem Abstand. Dort wird sich also auch erstmal nichts mehr ändern. Schauen wir mal in Richtung Roland Weiß. Aber auch bei Roland Weiß die Lücke zu Fabian Wolf doch ein wenig zu groß, als wie das dort noch was passieren könnte. Wir schauen hier mal ein bisschen auf den Skin. Und dann scheint das eingeupdatete Skin bei Roland Weiß zu sein. Er also jetzt in einem gelben McLaren unterwegs. Werden wir aber dann auf jeden Fall bis zum nächsten Rennen in 2 Wochen mal in Erfahrung bringen, ob es dort ein Skin-Update gab oder ob dort gegebenenfalls
der Skin falsch zugeordnet worden ist. Ah, da war es nicht bei Ralf Stingel, wo es so eng zugeht, weil wir haben nämlich da vorne ein relativ enges Paket unterwegs. Markus Gerczak da aber auch ein bisschen alleine auf weiter Flur. Genau das ist halt das Problem ohne unseren allseits beliebten Tower. Aber jetzt haben wir das Paket gefunden. Es ist das Paket rund um Heiko Sanders, Michael Nord und Joe Kerrmann. Die Positionen 13, 14 und 15. Ja, Zeitabstände wären bei Weitem besser, lässt sich aber hier in dieser Übersicht leider nicht einstellen. Habe ich vorhin schon geguckt, unsere sonstige App, die AC Tower App, hat leider die Grätsche gemacht und ist für uns heute Abend nicht verfügbar, weshalb wir auch keine Zeitabstände am heutigen Abend haben. Dafür kann ich mich nur nochmal entschuldigen. Und hoffe natürlich, dass sich das nächste Woche erledigt hat. Währenddessen jetzt aber zurück zum Renngeschehen. Michael Nord zieht jetzt das Überholmanöver gegen Heiko Sanders. Schiebt sich damit also auf die 13. Position. Heiko Sanders bleibt aber natürlich auf dem Podium in der GT2-Klasse. Und jetzt ist es dann Joe Kerrmann, der als nächstes seinen Weg am Ferrari vorbeisuchen wird. Und Joe Kerrmann möchte natürlich auch schauen, dass er am Heck des Mercedes von Michael Nord dranbleiben kann. Dort geht es immerhin noch um eine Position im GT3-Feld. Wir haben jetzt noch eine Minute und 44 Sekunden auf der Uhr plus eine Runde. Und Jura Petritschenko, der kommt jetzt und das müsste dann die vorletzte Runde für Jura Petritschenko sein. Da hat er einige Piloten vor sich zum Überrunden, unter anderem der nächste auf der Liste, Lennart Marionek. Dann wäre es Paul Scheim und Thomas Hübner, die dann folgen würden. Einmal kurz den Blick Richtung Markus weitergeworfen. Der hat die Lücke zu Alexander Grote langsam aber sicher weiter zufahren können. Aber da gehe ich mal davon aus, dass Markus weiter die Zeit dann am Ende wegbleibt bzw. ausbleibt, um sich hier nochmal positionstechnisch verbessern zu können. Es sei denn, Alexander Grote macht gegebenenfalls dort noch einen Fahrfehler, dann ist Markus Walter direkt zur Stelle, um sich die zweite Position zu schnappen. Schauen wir eben in Richtung Matthias Zwisch, der da schon relativ weit abgeschlagen ist von den Top 3. Hat aber mit dem Teamkollegen Ergin Karakusch natürlich keinen großen Druck von hinten. Und da bekommen wir schon die Info. Leader has 2 laps to go. Jura Petritschenko total ohne irgendwelchen Druck oder Gefahr unterwegs. Beginnt jetzt die letzte Runde hier auf Monza. Und wenn er diese Runde ohne Probleme zu Ende bekommt, dann gewinnt also Jura Petritschenko den Auftakt des Auftakts der zweiten Saison der Multiclass GT. Wir blicken nochmal zu Markus weiter nach hinten. Er fährt die Lücke zu Alexander Grote immer weiter zu, aber auch die beiden haben soeben ihre letzte Runde begonnen. Und wenn Alexander Grote da keinen Fehler mehr macht, dann wird Markus weiter keine Chance haben, um sich am Porsche von Alexander Grote vorbeischieben zu können. Während Jura Petritschenko ausgangs der zweiten Desmokova ein bisschen weit kommt,
nimmt dort die Wiese ein Stück mit. Zeigt natürlich auch, dass Petritschenko hier keinesfalls die Geschwindigkeit herausnimmt und weiterhin alles gibt. Das letzte Mal durch die Variante Ascari hindurch. Jetzt die lange Gegengerade runter Richtung Curva Parabolica. Und dann ist es Jura Petritschenko mit dem Auftaktsieg der Saison hier im sonnigen Italien auf Monza in seinem Porsche GT3 und das übliche Bild von Assetto, was jetzt ganz neu ist und ganz toll ist, dass man hier dann ausblendet. Alexander Grote weiterhin also von Markus Walter unterwegs. Markus Walter also keine Chance mehr gehabt in seinem Z4. Grote damit auf dem zweiten Platz und das ein Doppelsieg dann für Porsche vor Markus Walter im Z4. Der nächste auf der Liste ist Matthias Slusch auf der vierten Position. Vor dem Teamkollegen Ergin Karakusch. Dominik Pieper in seinem Huracan GT3 dann am Ende auf der sechsten Position vor Manuel Lange. Auf der siebten Position und Herbert Putz auf der 8. Er auch der Führende in der GT2 zum letzten Mal hinein in die Curva Parabolica mit seiner Corvette C7. Nutzt also den Topspeed-Vorteil der Corvette voll und ganz aus und sichert sich also den Auftaktsieg hier auf Monza in der GT2 vor Marc Palana auf der 9. Der McLaren-Pilot holt also das Maximum hier aus dem Fahrzeug heraus vom Teamkollegen Fabian Wolf. Dann haben wir Roland Weiß, der dritte McLaren, dann direkt im Bunde auf der gesamt-11. Position. Markus Gertschak auf der 12 und damit die gesamt-2. Position für ihn im GT2-Feld vor Michael Nord auf der 13. Joe Kerrmann auf der 14 und Heiko Sanders. Er wird die Tifosis zum Jubeln bringen, denn er rundet das Podium in der GT2-Klasse ab in seinem Ferrari vor Walter Hanf. Gesamtvierter in der GT2 vor Thomas Hübner, dem Gesamtfünften in der GT2-Klasse. Paul Scheim, der sich da noch ganz knapp gegen Ende Ralf Stinge geschnappt hat, beendet also Paul Scheim das Rennen hier auf der 18. Position. Ralf Stinge wird 19. Felix Rieken kommt über die Linie als 20. Lennart Marionek auf der 21. Peter-Jan Höxtra auf der 22. vor Felix Blankenburg, einen der Nachrücker im heutigen Rennen aus Grid 2, hochgerutscht in Grid 1. Beendet also sein Rennen auf der gesamt 23. Position. Stefan Kramer, auch einer der Nachrücker, am Ende auf der 24. Position vor Thomas Schmidt auf der 25. Ja, und Stefan Gauci nach dem bitteren Dreher in der ersten Runde hier genau an dieser Stelle, wo er jetzt auch gerade mal komplett gerade ausschießt, auch interessant. Aber da gehe ich mal davon aus, genau, der Server schaltet nämlich just in diesem Moment um. Das also das Auftaktrennen hier aus Monza und wir melden uns dann gleich zurück mit den Top 3 jeder Klasse, sofern dann alle auch dann sich hier hoch in die Kommentatorenkabine bemühen. Bis dahin sage ich schon mal vielen, vielen Dank fürs Zuschauen und ich freue mich darauf, Sie dann gleich zu den Interviews wieder begrüßen zu dürfen.
Dann darf ich Sie wieder herzlich willkommen heißen mit den Interviews des heutigen Rennabends. Es haben sich leider nicht alle Klassensieger hier eingefunden. Jura Petritschenko und Alexander Grote fehlen uns. Deshalb beginnen wir die Interviews mit dem Gesamt-Drittplatzierten Markus Walter. Herzlichen Glückwunsch erstmal zum dritten Platz hier auf Monza. Gib uns doch mal einen Einblick aus dem heutigen Rennen. Ja, puh, also wenn ich vorher gewusst hätte, dass ich den dritten Platz hier nach Hause fahren kann, hätte ich gesagt, ja, kaufe ich sofort, weil ich mir ehrlich gesagt nicht sehr viel ausgerechnet habe mit dem Z4. Aber es hat dann überraschenderweise doch ganz gut geklappt. Also im Training, es war einfach eine Katastrophe, die Rundenzeiten haben nicht gepasst und ja, Qualifying habe ich zwar eine neue persönliche Bestzeit gefahren, aber trotzdem, ich glaube, über eine Sekunde langsamer als dann P1. Ja, und im Rennen war dann, glaube ich, mein Glück, dass ich fehlerfrei durchgekommen bin. Und ja, so bin ich dann am Ende auf P3 gelandet. Und am Ende wäre es dann doch nochmal relativ knapp geworden. Also ich bin zufrieden, auch wenn die Pace alles andere als gut war. Ja, ich habe es mit großem Erstaunen gesehen, da ja der BMW hier auf Monza ein bisschen im Nachteil war, gerade auch was die Topspeeds angeht. Man hat es auch mal kurz gesehen im Zweikampf mit Markus Gerczak. Da hat dann ein bisschen der Speed gefehlt, um dort problemlos vorbeigehen zu können. Schön natürlich zu sehen, dass du trotzdem in der Lage bist, den Z4 dann aufs Podium stellen zu können. Du hast es schon angesprochen, es war ein sehr, sehr heikles Rennen und dir hat ein bisschen die Pace gefehlt. Am Ende wurde es ja nochmal relativ eng da mit Alexander Grote. Liegt es vielleicht daran, dass du eine andere Strategie gewählt hast oder was war deine Strategie für das heutige Rennen? Nee, ich glaube, wir waren auf derselben Strategie. Zumindest waren wir gleichzeitig an der Box. Aber mir ist am ersten Spin schon aufgefallen, dass ja, gegen Ende des Stints irgendwie ja, schleichen sich so ein paar Fehler ein, weil wahrscheinlich gerade auf dem Porsche die Hinterreifen ein bisschen in die Knie gehen. Das Problem hatte ich jetzt nicht so. Und am Ende des zweiten Stints war es dann tatsächlich so, dass der Alex so ein, zwei Fehler eingebaut hat. Aber am Ende hat es dann doch gereicht und also wirklich dran war ich nicht. Von daher top Rennen auf jeden Fall, Gratulation und natürlich auch Gratulation an Jura, der da vorne in Seelenruhe weggefahren. Jetzt geht es ja in zwei Wochen weiter, dann nach Spanien auf den guten bekannten Grand Prix von Barcelona. Wie rechnest du dir dort die Chance mit dem BMW aus? Ja, da werde ich leider nicht dabei sein, weil ich meinen wohlverdienten Urlaub antrete und in Florida bin. Dafür bin ich dann in Sebring anzutreffen. Für mich geht es dann erst in 4 Wochen quasi weiter, was natürlich schade ist, weil Barcelona ist schon eine schöne Strecke und ich glaube, dem BMW würde die ganz gut liegen. Dann sage ich mal, danke für das Interview, herzlichen Glückwunsch nochmal zum dritten Platz am heutigen Abend und natürlich einen schönen Urlaub, genieß die Zeit in Florida und vor allen Dingen das Rennen auf Sebring. Vielen Dank. Dann machen wir weiter, denn nun sind auch die Erst- und Zweitplatzierten aus der GT3-Klasse mittlerweile gejoint. Fangen wir jetzt, da wir schon in rückwärtiger Reihenfolge sind, mit dem Gesamt-Zweitplatzierten an. Alexander Grote, erstmal herzlichen Glückwunsch zum zweiten Platz am heutigen Abend und erzähl uns doch mal ein bisschen was aus deiner Sicht, wie das Rennen für dich war. Ja, erstmal vielen Dank, ne? Aber auch Glückwunsch an Platz 3 und Platz 1, Jura, Wahnsinnsrennen. Das Rennen war angefangen vom Qualifying schon sehr, sehr überraschend für mich, weil ich aufgrund der Trainingszeiten auch nie damit gerechnet habe, in der zweiten Startreihe zu stehen, knapp hinter Andreas Schröder. Und von daher war das eigentlich da schon eine riesen Überraschung für mich. Und ich habe einfach da mein Setup an sich schon fürs Rennen ausgelegt gehabt, nicht unbedingt fürs Qualifying. Und dann hatte ich mir natürlich mit dem Porsche gute Chancen ausgerechnet, den Andi Schröder auf den ersten Metern zu überholen bis zur ersten Kurve.
Das ist sich ja dann auch so weit ausgegangen. Du hattest ja dann auch relativ stressfreies Rennen gehabt. Am Ende nochmal ein bisschen Druck bekommen von Markus Walter. Waren es, wie von Markus, vielleicht die angesprochenen Fehler, die sich gegen Ende eingeschlichen haben? Oder hast du einfach gesagt, deine Pace reicht und du schonst ein bisschen die Reifen? Im Training einen halben Stint gefahren bis zum Boxen oder bis zum Boxenstopp, und da habe ich schon gemerkt, dass die Reifen ziemlich in die Knie gehen am Schluss, wie der Markus ja schon richtig erwähnt hatte, und so war es auch im Rennen. Deswegen hatte ich da auch viel mit der Traktionskontrolle gespielt und versucht, die letzten Runden bis zum Boxenstopp auch nicht knallgelbe Reifen zu haben, sondern nur ein bisschen gelbe, und dann waren einfach Fehler auch unvermeidbar. Vor allem halt im zweiten und dritten Sektor, in den Lesmos-Kurven, und da war einfach Markus da viel schneller. Was mich gerettet hat, war vor allem dann der erste Sektor und die erste Schikane, weil da hatte ich dann trotzdem einfach die Traktion, um dann den Vorsprung rauszuholen, um die Runde zu überleben und vor Markus zu bleiben. Das also dann die Vorteile des Porsches hier auf Monza. Jetzt natürlich auch an dich die Frage mit dem Ausblick auf das nächste Rennen in 2 Wochen in Barcelona. Was rechnest du dir dort mit deinem Porsche aus? Das ist eine sehr gute Frage, wobei das auch ziemlich schwierig sein wird, weil genauso wie Silverstone Barcelona eine ziemlich reifenfressende Strecke sein wird und ich da wohl kaum mit den Softreifen das Rennen bestreiten kann, im Gegensatz zu allen anderen. Also wird es so ein Kampf, wir auf Mediums, Jura und ich und alle anderen auf Softreifen, und da muss man schauen, wo man eigentlich einfach landet, und dann werden wir schon sehen, was wir da das Beste draus machen. Dann danke ich dir recht herzlich für das Interview und nochmal herzlichen Glückwunsch zum 2. Platz am heutigen Abend. Vielen Dank. Machen wir weiter mit dem Sieger des heutigen Abends, Jura Petritschenko, schon öfter erwähnt. Du hattest ja wirklich ein seelenruhiges Rennen vorne an der Spitze, aber gib uns doch mal einen Einblick. War es denn wirklich so seelenruhig? Ganz knapp, ja, es war ziemlich ruhig. Ich habe einen guten Quali gehabt, das habe ich auch so erwartet. Wobei ich am Start ein bisschen Angst hatte wegen der ersten Kurve, wegen den ersten Schikanen und ob da einer irgendwie vorbeischießt oder irgendwie Bremspunkt total verpasst, und ist mal öfters vorgekommen auf so einer Strecke. Und am Anfang habe ich versucht, erstmal Reifen zu schonen, weil die Hinterreifen, die waren wirklich am Ende des Stints rot. Die waren sozusagen komplett abgefahren. Und da half auch die Traktionskontrolle nicht und ABS und sonst irgendwas. Da musste man wirklich am Anfang ganz, ganz ruhig angehen lassen. Ich habe gesehen, dass mein Teamkollege Alex das 2. Platz behaupten konnte. Und die ersten paar Runden habe ich ziemlich langsam gemacht, um wirklich in meinen Rhythmus zu kommen und ohne Fehler erstmal die paar Runden zu schaffen. Und danach ging es ziemlich gut vorwärts, konnte ich endlich meine gute Zeiten fahren, und ja, zum ersten Stint waren die Reifen wirklich fertig. Und ja, nach dem Boxenstopp konnte ich das wirklich so kontrollieren, dass ich wirklich gar nicht gepusht habe, versucht habe einfach Abstand zu halten und das Ding nach Hause zu fahren. Ich bin super happy über den Sieg. Noch happier bin ich über Alex, seinen 2. Platz. Das ist Doppelsieg für unser Team. Das gab es bis jetzt in den anderen Meisterschaften noch gar nicht. Und von daher ist es schon eine Kampfansage. Das ist natürlich eine Kampfansage und ein perfekter Start in die Saison für euch, nachdem ja das Silverstone-Rennen annulliert wurde. Habt ihr jetzt natürlich super vorgelegt. Und ja, du hast es gesagt, du hast wirklich ein ruhiges Rennen gehabt. Langsam am Anfang, danach sah es rein aus meiner Position fast gar nicht aus. Also wirklich ein kontrollierter Sieg von Anfang bis Ende. Jetzt natürlich auch an dich die Frage mit Ausblick auf das nächste Rennen in Barcelona. Wie rechnest du dir dort die Chancen aus? Nicht nur für dich, sondern vielleicht auch für euer Team. Und siehst du eine Möglichkeit auf einen nächsten Doppelsieg in Barcelona? Doppelsieg, nee, das kann ich schon mal so sagen. Allein wegen den Gewichten, 50 Kilo ist schon eine Menge Holz. Und je nachdem, wie das Wetter dort sein wird, wie warm oder wie kalt, müssen wir dann sehen. Also ich bin ganz beim Alex, dass wir da wahrscheinlich wieder mit Mediums rumgurken werden, wo die anderen Soft aufziehen können, weil der linke Hinterreifen wird sterben, der wird einfach von der Felge schmelzen mit den Softs.
Und dann noch die 50 Kilo. Okay, der Markus ist jetzt nicht anwesend an dem Rennen, aber der Marc Paulaner, glaube ich, heißt der, der wird definitiv aus seinem Kleinen alles rausholen und Sieg wird schwierig, aber hoffen wir mal, dass wir wenigstens auf Treppchen kommen. Dann danke ich dir für das Interview und sage nochmal herzlichen Glückwunsch zum Sieg des heutigen Rennens. Danke. Machen wir weiter mit den Fahrern in der GT2-Klasse und fangen wir dort dann jetzt mit dem Sieger an, Herbert Putz in seiner Corvette C7. Herzlichen Glückwunsch erstmal zum Saisonauftakt-Sieg hier auf Monza. Es sah auch bei dir relativ seelenruhig aus, wie du das nach Hause gefahren hast. Gib uns mal einen Einblick aus deinem Rennen. Ja, guten Abend erstmal aus Österreich. Glückwunsch an die Sieger der GT3-Klasse oder ans Podium und auch an der GT2-Klasse ans Podium. Ja, genauso wie du das gesagt hast, war das mehr oder weniger ein Kampf gegen die Uhr. Ich bin fast eingeschlafen dann ganz hinten, weil sich der Abstand nach vorne nicht verkürzt hat und nach hinten auch nicht. Das war mehr oder weniger eine kontrollierte Fahrt. Das Einzige, was ein bisschen Highlight war, war dieser Startkarambolage nach der ersten Schikane. Da bin ich auch rausgerodelt ins Kies und habe mir das Auto leicht beschädigt, aber konnte dann eigentlich kontrolliert durchfahren. Haben wir ja schon von den GT3-Fahrern gehört, dass es dort die unterschiedlichen Strategien gab, die Porsche mit den Mediums unterwegs gewesen. Bei dir, ich habe im Vorhinein ja mitgekriegt, dass die GT2 mehr auf die Soft-Reifen gehen wird hier auf Monza. Wie war denn die Strategie von dir heute Abend? Ja, die Strategie war eigentlich ganz normal, also das Rennen ohne Startunfall überstehen. Klar war der Softreifen auf der Strecke, auf der Highspeed-Strecke, glaube ich, selbst der GT3 muss da fast mit Soft fahren, weil du kaum auf Temperatur bringst. Das Reifen immer war das jetzt war in Monza kein Problem. Ein bisschen enttäuscht war ich von meiner Qualifying-Leistung, weil darum bin ich auch so weit hinten gestanden auf Platz 15. War zwar trotzdem noch Pole in der GT2, aber da hätte man mehr erwartet. Aber also im Rennen hat es dann eigentlich funktioniert. Und der Sprit hat auch gereicht. Also ich bin mit ein bisschen weniger Sprit losgefahren und habe dann voll getankt. Aber das war eigentlich kontrolliert. Und Gott sei Dank konnte ich den annullierte Sieg in Silverstone wiederholen. Das war meine einzige Sorge, dass das nicht klappen würde. Jetzt haben wir ja in 2 Wochen mit Barcelona eine andere Strecke mit anderem Konzept. Dort geht es nicht ganz auf Highspeed. Was denkst du, ist für dich in der Corvette inklusive dem Zusatzgewicht denn möglich? Schwierig zu sagen. Also ich bin auf Barcelona mit Assetto Corsa noch nicht gefahren. Aber die Kilos machen sie in Barcelona sicher bemerkbar mit den extrem schnellen Kurven. Aber ich hoffe trotzdem, dass ich ein Top-5-Ergebnis einfahren kann. Aber ich werde wahrscheinlich im Qualifying weit hinstehen und da wird es wieder. Am Start muss man halt schauen, dass man gut durchkommt. Also das ist teilweise noch. Sind da einige unvorsichtig. Dieser Startunfall, der heute passiert ist, der hätte sicher nicht sein müssen, weil das war eben auf einer Geraden und das wäre vermeidbar. Da muss man einfach aufpassen, da muss man vorausschauend fahren, vielleicht ein bisschen früher die Bremse aufmachen und dann kommt man auch durch. Aber ich bin zuversichtlich. Dann wünsche ich dir auf jeden Fall alles Gute, bedanke mich auch bei dir für das Interview und nochmal herzlichen Glückwunsch zum Sieg am heutigen Abend. Dankeschön. Machen wir weiter mit dem Zweitplatzierten des heutigen Abends in der GT2-Klasse, Markus Gerczak in seinem BMW M3. Bei dir war ja relativ viel Action immer rundherum. Gib uns doch mal einen Einblick aus deinem heutigen Rennen. Ist eigentlich gar nicht viel zu sagen, weil ich muss das selber erstmal verarbeiten. Wenn du mich morgen fragen würdest, glaube ich, könnte ich dir mehr da sagen. Ja, kurz zusammengefasst am Start. Ja, Monika anziehen, auseinanderziehen und berühren und dann der etwas größere Unfall in der ersten schnellen Rechts, wo ich mit viel Glück durchgekommen bin. Ansonsten war es eigentlich ein ganz angenehmes Rennen, bis auf Weikamp noch mit ich überlegen, Walter Hampf. Ja, das hat mich dann nochmal zum Schwitzen gebracht.
mit dem Außenrum überholen, aber ansonsten, dafür, dass es mein erstes offizielles Wertungsrennen in Assetto Corsa ist, bin ich eigentlich ganz zufrieden. War auf jeden Fall ein sehr guter Auftakt von dir im M3. Jetzt natürlich auch an dich dann die Frage mit Aussicht auf das nächste Rennen in Barcelona. Was rechnest du dir dort aus? Das nicht überbewerten jetzt. Erfahrung sammeln und schauen, dass man nicht am Ende vom Feld und dass man vielleicht da ungefähr landen, wo man heute gelandet. Dann bin ich, glaube ich, schon ganz zufrieden und das wird auch meinem Teamchef, glaube ich, ganz gut gefallen, wenn das so aussehen würde. Aber erstmal Erfahrung sammeln. Das glaube ich, dass das dem Teamchef zusagt. Du bist ja für das No Limit Team unterwegs. Kein unbekanntes Team hier bei Sim Racing United und ich danke dementsprechend auch dir jetzt für das Interview und nochmal herzlichen Glückwunsch zum zweiten Platz am heutigen Abend. Danke und Glückwunsch an den Rest der Podien. Machen wir weiter mit dem Drittplatzierten der GT2-Klasse, dem einzigen Ferrari im Feld. Er wird die Tifosis hier natürlich bei Weitem zufriedengestellt haben auf italienischem Boden. Heiko Sanders, herzlichen Glückwunsch zum dritten Platz. Bei dir war ja auch immer viel Action. Gib uns mal einen Einblick aus deinem heutigen Rennen. Ja, erstmal vielen Dank. Ich habe eigentlich gar nicht dran gedacht oder so, überhaupt irgendwie in der Nähe des Podiums zu landen, weil konnte eigentlich nicht wirklich mit so wenig Flügel fahren, wie ich wollte. Ich musste mindestens Flügel 3 fahren. Aber lief eigentlich dann im Rennen doch besser, als ich dachte. Denn Start, okay, gab es ein bisschen Rangeleien, Lackaustausch. Aber eigentlich noch im Rahmen. Leider natürlich in der Kurve Grande, also die zweite Kurve, großer Unfall. Da bin ich erstmal ordentlich in die Eisen gestiegen. Hatte dann gehofft, dass mir hinten keiner drauf fährt. Das ist zum Glück auch so geschehen. Und ich konnte mich dann so langsam durch die Wracks da durchschlängeln. Also da hatte ich noch viel Glück. Ja, und ansonsten das Rennen, ein paar GT3 sind natürlich wieder durchgekommen. Mit denen habe ich mich aber auch gar nicht erst groß angelegt. Die habe ich dann, wenn sie dann angegriffen haben, auch gut vorbeigelassen. Ja, ich bin dann ziemlich spät an die Box gefahren. Ich hatte gleich hier den Tank am Start komplett voll gemacht und wollte dann letztendlich gegen Ende vielleicht nochmal gucken, ob ich irgendwie angreifen kann. Leider waren mir eigentlich alle vor mir waren Sekunden weg, hinter mir waren so 5 Sekunden. Also war es eigentlich nur noch ein Nachhausefahren. Dementsprechend also auch eher ein ins Ziel retten, dann mit nicht der Aussicht auf das Podium, aber dafür wirklich ein grandioses Rennen von dir. Jetzt natürlich auch die Frage an dich, das nächste Rennen in 2 Wochen in Barcelona. Du hast ja auch ein bisschen Gewicht dann in deinem Ferrari. Was denkst du, wird dort für dich möglich sein? Ja, muss man mal sehen. Also je mehr Kurven, umso besser für den Ferrari. Geradeaus ist nicht so das, was er gerne mag. Aber Ahnung. Werd mal sehen. Ich hoffe mal, dass ich irgendwo mindestens Platz 4 oder 5 ein paar Punkte einsammel in der GT2 und dann bin ich eigentlich auch schon zufrieden. Das hört sich ja auch schon mal sehr positiv an. Dann danke ich auch dir für das Interview und nochmal herzlichen Glückwunsch zum dritten Platz in der GT2. Gut, meine Damen und Herren, das war's dann für den heutigen Abend mit der GT Multiclass Series, präsentiert von Sim Racing United. Ich verabschiede mich aus dem sonnigen Italien und freue mich darauf, Sie dann in 2 Wochen aus Spanien wieder begrüßen zu dürfen. Wir melden uns dann vom Circuit de Catalunya in Barcelona. Bis dahin wünsche ich Ihnen noch alles Gute. Haben Sie einen schönen Abend. Genießen Sie den Rest der Woche und dann das entspannte Wochenende. Alles Gute bis dahin und bis zum nächsten Mal. Tschüss und auf Wiedersehen.